Wenn wir in den letzten 5 Wochen mal über den Flugzeughersteller Boeing gesprochen haben, dann hatte das meistens etwas mit der 737 MAX zu tun. Und das war dann auch selten eine gute Nachricht. Aber da gibt es ja selbstverständlich noch ein bisschen was anderes und da wird ja auch weitergearbeitet. Deswegen an dieser Stelle mal ein kurzer, knapper Überblick über den aktuellen Stand des 777X-Programms. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Das neue Flugzeug soll selbstverständlich die wirklich gute Erfolgsgeschichte der eigentlichen 777 weiterführen und mittlerweile sind sich wohl alle Beteiligten sicher, dass man das mit diesem Flugzeug auch erreichen wird. Die Leistungsdaten, die das Flugzeug zum aktuellen Zeitpunkt verspricht, die sind wirklich höchst beeindruckend und wenn sie die auch wirklich erreichen können, und das werden sie ziemlich sicher tun, dann hat man da ein sehr, sehr schönes und sehr, sehr starkes Flugzeug auf die Beine gestellt. Die aktuell fast 350 Bestellungen für die neue 777, von denen ganze 150 Bestellungen direkt mal von Emirates kommen. Die sind zwar noch ausbaufähig, aber allzu lange wird es jetzt auch gar nicht mehr dauern. Dann kommen schon die ersten 777X zu den großen Fluggesellschaften. Auch hierzulande, Lufthansa, wird mit eines der ersten Flugzeuge bekommen. Die deutsche Fluggesellschaft wird aller Voraussicht nach ihre ersten 777X in Frankfurt stationieren, was man mit neuen Flugzeugen bei der Lufthansa ja jetzt schon lange nicht mehr gesehen hatte. Und dort wird man dann die 747-400 mit der neuen Maschine von Boeing ersetzen. Die 747-400 kann bei Lufthansa mittlerweile schon bis zu 22 Jahre alt sein. Ist wahrscheinlich nicht weiter tragisch, aber mit der neuen 777X sollen dann im Vergleich zur alten 747-400 Einsparungen, Kosteneinsparungen pro Sitzplatz von bis zu 30% möglich sein. Und das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Was aber wahrscheinlich direkt mal noch viel wichtiger ist, mit der neuen 777X wird bei der Lufthansa auch eine neue Business Class ankommen. Eine von vielen schon wirklich sehnsüchtig erwartete neue Business Class, die bei ihrer vorsichtigen Vorstellung im Jahr 2017 schon ein Grund für die 5-Sterne-Auszeichnung von Skytrax für die Lufthansa gewesen sein soll. Muss ja also echt eine gute Business Class sein, die da kommen wird. Aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Wichtig ist jetzt erst einmal nur, dass die neue 777X bei der Lufthansa erst einmal wahrscheinlich das absolute Flaggschiff werden wird. Und da können wir uns wirklich drauf freuen. Das wird ein wirklich sehr besonderes Flugzeug, was man da dann in Frankfurt sehen wird. Und das wird auch genauso bleiben, wenn die Lufthansa jetzt höchstwahrscheinlich nicht mehr Launching Customer für die 777X sein wird, also nicht Erstbetreiber der 777X sein wird. Die Maschine soll das erste Mal ausgeliefert werden im Sommer 2020, also in etwa einem Jahr. Und Lufthansa wird wahrscheinlich ihre erste Maschine erst nach Emirates bekommen. Aber gut, das ist wie gesagt auch noch eine ganze Weile hin. Da kann sich in der Reihenfolge durchaus noch ein bisschen was ändern, je nachdem, welche Fluggesellschaft jetzt wirklich zuerst welches Flugzeug übernehmen kann oder unbedingt möchte. Das ist aber natürlich auch alles schon wieder Zukunft. Jetzt bleiben wir erst einmal in der Gegenwart und da fällt uns auf, dass der sogenannte Rollout der ersten 777X ja mittlerweile auch schon wieder fast einen Monat her ist. Diesen hatte man ja aufgrund der Ereignisse mit der 737 MAX in einem etwas kleineren Kreis mit einigen Mitarbeitern und ohne eine wirkliche Feier durchgeführt. Die Maschine, die da so fertig aussehend an diesem Abend aus der Halle gerollt wurde, das ist das Flugzeug mit der Registrierung X-Ray Whiskey. Und das ist die erste fertige 777-9. Logisch. Und mittlerweile steht das Flugzeug draußen auf dem Werksgelände bei Boeing mit einer zweiten fertigen 777X. Und diese Flugzeuge werden aktuell auf größere Bodentests vorbereitet. Dabei wurde jetzt zuletzt mit der ersten 777X eine 11 Tage andauernde Testreihe beendet, bei der man die Tanks des neuen Flugzeuges komplett einmal durchgetestet hat. Diese neuen Tanks fassen insgesamt 198.000 Liter Kerosin und da wurden alle Ventile, alle Pumpen, alles wurde da einmal ganz genau durchgeprüft. Das hat das neue Flugzeug mittlerweile alles überstanden, woraufhin man dann zum Beispiel die APU im Heck des Fliegers das erste Mal startete, zumindest im Flugzeug das erste Mal startete. Und jetzt werden dann noch weitere spannendere Tests folgen, zum Beispiel Triebwerkstestläufe am nahezu fertigen Flugzeug, verschiedene Rolltests und dann wird es demnächst auch irgendwann den Erstflug geben, wenn alles glatt läuft, noch in diesem Monat. Kurze Zeit später wird dann auch die eben angesprochene, bereits schon fertiggestellte zweite Testmaschine dazustoßen, ebenfalls eine 777-9. Bilder von den beiden Flugzeugen, wie sie jetzt schon draußen auf dem Boeing-Werksgelände in Seattle stehen, findet ihr im Internet bei verschiedenen Planespottern. In den Boeing-Werkshallen befindet sich dazu jetzt noch die dritte Testmaschine, ebenfalls in einem nahezu fertigen Zustand. Dazu kommt dann noch eine weitere Maschine, eine vierte Testmaschine. Damit ist die fliegende Testflotte komplett. Und dann gibt es ja jetzt auch schon eine fertiggestellte Zelle der 777X, die man weiterhin für statische Belastungstests nutzen wird.
Und damit ist dann tatsächlich auch schon die Testflotte für die Erprobung und Zertifizierung der neuen 777X komplett. Die Maschinen werden dann nach dem Erstflug, wenn er hoffentlich in diesem Monat noch stattfindet, alle Stück für Stück in den nächsten Wochen an den Start gehen, werden dann die aerodynamischen Fähigkeiten des Flugzeuges bei verschiedensten Tests unter Beweis stellen müssen. Und dann wird es, wie bei jedem anderen neuen Flugzeug natürlich auch, verschiedenste Tests am Boden und in der Luft geben, um die Sicherheit des neuen Flugzeuges wirklich in allen Bedingungen unter Beweis zu stellen. Es ist nicht unüblich, dass bei einem solch neuen Flugzeug im Testprogramm gerne mal innerhalb eines Jahres deutlich über 2000 Testflugstunden absolviert werden müssen, um wirklich alle Tests zufriedenstellend zu beenden. Dabei wird man hier bei der 777X natürlich nochmal ein ganz besonderes Augenmerk auf die einklappbaren Flügelenden des Flugzeuges legen, denn das gibt es ja so bei zivilen Verkehrsmaschinen noch nicht. Das ist was Neues und da wird man ganz genau drauf schauen, auch wenn man dieses Bauteil so konstruiert hat, dass es aufgrund einer mechanischen Sicherung und aufgrund einer physischen Trennung von Motor und Elektronik, das Ding kann während des Fluges zumindest theoretisch gar nicht einklappen. Aber aufgrund aktueller Ereignisse wird man da sicherlich auch nochmal etwas aufwendiger drauf schauen, auch wenn man natürlich nicht von einem Fehler des einen Flugzeuges auf einen möglichen Fehler bei einem anderen Flugzeug schließen kann oder nicht schließen sollte. Das wird sich aber dann alles zeigen, wenn es wirklich soweit ist. Jetzt können wir uns erst einmal merken, die 777X Testflotte ist also schon nahezu komplett. Es gibt schon mehrere nahezu fertige Flugzeuge und wir können uns deswegen also schon bald auf den Erstflug der 777X freuen. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Heute mal ein kurzes Video. Ich hoffe, es waren trotzdem ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ich wünsche euch allen schon mal ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen und tschüss.